Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 2 von Sons of the Forest im Mega-Hardcore-Modus plus Community-Challenges. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, dann hast du Folge 1 noch nicht gesehen. Schau dir auf jeden Fall Folge 1 an. Wir spielen hier im... Oh, erschreck mich doch nicht so. Im Hardcore-Modus, also Feinde komplett high und so weiter. Guck mal, die tanzt da drüben. Okay, tanzen habe ich sie auch noch nicht gesehen. Guck dir das an. Ich bin mal gespannt, ob sie im Trailer hat man gesehen, dass sie beim Wasserfall badet. Ob sie das auch macht. Auf jeden Fall, ja, alles auf Hardcore und die Community legt mir auch noch Steine in den Weg mit irgendwelchen Challenges. Allerdings wird das jetzt erstmal so ein bisschen bauen, aber ich dachte mir, so eine Baufolge gehört diesmal auch ein bisschen mit dazu zu Sons of the Forest, weil das eigentlich ganz cool gemacht ist in dem Spiel, finde ich, das Bauen. Und deswegen dachte ich, starte ich mal die Aufnahme. Wie gesagt, wir haben das eh schon einmal durch. Ich muss doch mal gucken. Wir hatten jetzt zwei von diesen dreckigen Krabblern getötet. Jetzt ist tatsächlich gerade... Okay, da hinten ist schon einer neben dem Baum. Okay. Also ich muss sagen, man merkt auf jeden Fall deutlich, dass die Aggressivität hochgestellt ist. Die kommen ja andauernd an und dann auch nicht nur einer, sondern gleich mal drei, vier, ey. Deswegen werde ich mal gucken. Wir machen jetzt den Boden hier. Wieso macht er da eigentlich keinen Halm jetzt? Hier macht er so schön den Halm. Kelvin, was los? Der ist doch schon wieder weg da, der Dude. Hab keine Angst. So, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich selber den jetzt spalte, ob ich das da hinkriege oder ob ich wirklich den Zwischenbalken da machen muss. Nö, ich kann mir den Zwischenbalken sparen. Perfekt. Ja, läuft. Da ist aber schon wieder einer. Ich muss die Palisadenwand als nächstes hochziehen, Leute. Wir machen jetzt hier Boden erstmal. Und wenn ich den Boden habe, dann wird die... Aktuell darf ich mich ja wehren. Weiß auch nicht, inwiefern das jetzt doll beeinflusst. Ist so dumm, dass die sterben, wenn die ins Wasser kommen. Aber eigentlich ist es realistisch, weil die können halt nicht schwimmen. Müssen die jetzt nicht eigentlich sauber werden? Und die treiben weg. Das ist eigentlich gar nicht so dumm. Aber ich will den anfackeln. Weil ich brauche die Schädel für Fackeln. Aber klar, die können halt nicht schwimmen und deswegen gehen die dann halt unter und sterben. Aber... ja. Das ist eigentlich eine gute Taktik. Wenn man sich zum Beispiel nur mit einem Stock wehren darf, wie in Folge 1. So, guck mal, das haben wir gleich fertig. Das ist eigentlich ganz nice. Hier sind so viele Schildkröten, das ist schon krass. Ja, das ist schon krass. So. Ich habe gerade gesagt, ich glaube, ich werde bei Zeit mir auf jeden Fall die Dings holen. Die, die Seilrutsche, weil die ist einfach unverzichtbar. Das ist einfach ein Fakt. Beim Holz holen. Das geht so schön ratzifatzi dann. Hey! Wer das gleich mit da hinsetzt. Ich habe so Panik, dass wieder die Viecher kommen. So, das haben wir. Ja, Schildi, machst du bequem auf meiner... Oha, das Eichhörnchen gerade die Schildkröte angefallen. Ihr habt es alle gesehen. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Was machst du dann eigentlich im Winter? Inwiefern? Wegen was? Guck mal, die badet da hinten. Das wird dann Chris Schildkröten-Suppenbude. Ja, auf jeden. Ich mache hier... Oh, hier darf ich das nicht drauf spannen. Okay, das ist spannend. Spannend. Das ist spannend. Schade, hier hinten kriege ich es auch nicht mehr hin. Hm. Dann müssen wir das weiter vorne lassen. Dann müssen wir es hier lassen. Das Gute ist, der legt mir die jetzt immer hier oben rauf. Wir könnten auch eigentlich mal kurz so ein Lager bauen, wisst ihr das? Was ich zu ihm sage... Also auf Dude, du holst jetzt immer, wir bauen jetzt hier zwei Lager und der soll die immer voll haben. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal bauen. Dann musst du mal gucken, wo ich die hinplatziere. Palaziere. Weil viel Platz ist hier halt leider nicht. Kann man das eigentlich hier oben, ah, das geht.
Guck mal, dann ist er beschäftigt. Dann ist er beschäftigt. Ich baue davon jetzt einfach zwei Stück und sage, fülle Lager. Kohle, Stämme und Lager füllen. Sehr gut. Daumen hoch, Kumpel. So, und dann habe ich überlegt, kann man denn nach hier eigentlich weiter? Boah, das funktioniert. Okay, da muss ich quasi dann... Ah, nice. Weil das Wasser nicht so tief ist. Das heißt, man könnte die Basis quasi auch über dem Wasser bauen. Oh. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Wasserfall hin, aber der ist weiter rechts. Okay, das ist natürlich echt nice. Wir könnten hier mal das Feuer verstärken. Das machen wir auch gleich mal. Das muss natürlich dann woanders hin, das Feuer. Jetzt ein bisschen wieder aufrollen hier. Fegen, Leute. Ich nenne es liebevoll fegen. So. Weiß gar nicht, ob die despawnen, aber zur Not haben wir nachher hier einfach alles voll mit Knochen. Ist auch okay. Haha, ist auch okay. So, das machen wir hier gleich mal noch zu Feuerholz. Das können wir nämlich auch gebrauchen. Und den Feuerholzstapel, keine Ahnung, den hau ich jetzt erstmal hier hinter. So. Hab ich keine Äste mehr. Auch ein Äste. Was meinst du mit geiles System? Hier ist natürlich das Problem. Ah doch, da sind rote Büsche. Kleiner Tipp. Rote. Bei roten Büschen kriegt man die meisten Stöcker raus. Oh, da ist er. Und noch hat sie Angst. Ja, ist ja gut. Ich bleib weg. Alles gut. Beruhigen Sie sich. Guckt die mir zu. Ja, ich muss hier hin. Geh mal weg. Wie gesagt, bei roten Bäumen kriegt man die meisten Sticks raus. Aber davon habe ich ja leider nicht so viele. Wir müssen dann mal Gelflin vielleicht sagen. Ich sag schon wieder Gelflin. Kelvin, dass er Sticks holen soll. Sie hat Angst. Ich finde den Bausport so Porno. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ist schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Mindestens 20 Mal, aber... Mal helfen wir ihm mal. Warum kann er eigentlich nicht zwei tragen? Ich meine... Ist er so schwach, oder was? Ich würde das am liebsten gerne gleich... Craften, weil sonst packt er es da rein. Das wäre halt richtig dumm. Wir machen uns hier einfach eine Terrasse, Leute. Machen wir hier eine Terrasse. Hallo Flux, was geht? Jetzt haben wir wieder so einen halben. Den mache ich mal hier auf Reserve. Der denkt sich so, wie jetzt ein zweites Lager. Was soll das denn? Mach ich hinten noch so eine Terrasse hin auf jeden Fall. Guck mal. So nice. Schönes Haus am See hier. Oh, ich mag das. Das Plätschern und so. Das ist wunderprächtig. Wir werden nur schon wieder müde. Ich überlege gerade. Muss man halt aufpassen, weil das Fleisch... Das wird natürlich auch schlecht. Sehr idyllisch. Ja, ich mag das voll. Ich mag das voll. So, die Urlaub. Ja. Und hier, guck mal, die Schildkröten, ey. Das ist so krass. Der Schildkrötenpapa. So, wollen wir ihm mal zeigen, wie man Bären holt? Gibt es hier irgendwo einen Bärenbusch? Da bringt sie mir jetzt aber jeden Tag Bären. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wobei, ich könnte ihr auch zeigen, wie ich ein Eichhörnchen kille. Dann holt sie mir nämlich jeden Tag Fleisch. Bin eher für die Fleischvariante, wenn ihr mich fragt. Hallo? Ja.
Aber sie ist gerade nicht auf Beobachtungsmodus. Weil die holt einem tatsächlich das, was man ihr zeigt, was sie holen soll. Aber die beobachtet gerade auch nicht. Die ist mit sich selbst beschäftigt. Die geht trinken, okay. Stöcker wäre auch nice gewesen, wenn sie mir Stöcker jeden Tag bringt. Aber das finde ich halt voll cool, dass die halt von einem lernt, Alter. Das ist halt schon krass. So eine künstliche KI quasi. So, dann nehmen wir gleich mal Holz mit. Muss ja Kelvin nicht alles alleine machen. Aber ich glaube tatsächlich, wir gehen demnächst die Seilrutsche holen. Was ist denn da? Natürlich ist das wie so eine künstliche KI. Wo hat sie da gerade hingemacht? Tut mir leid, ich wollte nicht stören. Ich habe nichts gesehen. Oh, peinlich. Peinlich. Hat sie den Busch, gekackt. So. Ja, dann machen wir hier kurz zu. Eigentlich wollte ich da die Palisaden machen. Weil einer fehlt, was da? Ein einziger fehlt. Jetzt wird es halt auch gleich wieder, was sagt denn die Uhr? Oder man sieht ja das auf dem Navi. Ja, wohl bis 13 Uhr. Ich würde sagen, die nächste Nacht gehen wir mal die Seilrutsche holen. Stimmt eigentlich, wa? KI heißt ja künstliche Intelligenz, aber sie ist ja quasi eigentlich schon künstlich. voll geil, Alter. Dann kann man hier so eine Terrasse. Das ist voll nice. Da stellen wir mal einen Stuhl hin. Können wir hier angeln. Warum gibt es eigentlich keine Angel? Aber gibt es hier rein theoretisch Fische? Ich weiß das gar nicht, Leute. Kann man hier Fische rumschwimmen? Schildkröte. Alter, hier ist auf jeden Fall Schildkröteninsel. Ich sag's euch. Richtig schön. Aber nicht ein Fisch. Nicht ein Fisch. Das bedeutet, Fischreuse können wir auch hier wieder nicht benutzen. Schön. Schön. Was macht die eigentlich hier hinten die ganze Zeit? Ich will mal gucken, die ganze Zeit, was sie macht. Aber sie beobachtet noch nicht. Sie ist noch nicht so weit. Sie hat noch keinen Bock, mich zu beobachten. Ist noch nicht im Stalker-Modus. Hier liegen Äste, Stämme. Nehmen wir die gleich mal mit, Leute. Nehmen wir die gleich mal mit. So, nee, ich würde sagen, wir holen nämlich auf jeden Fall die Seilrutsche zuerst, weil die halt fürs Holz holen unerlässlich ist. Das ist einfach ein Fakt. So. Geht's hier natürlich nach oben dann. Hier haben wir noch eine Hälfte. Eine Hälfte. Die Hälfte packen wir mal hier zur Seite. Mal hier leer machen, wegmachen. Und es wird wieder Zeit für eine Challenge, aber der Heisi ist gerade noch unterwegs, der war noch nicht einkaufen, deswegen müssen wir mal gucken. Na komm her. Heisi ist fast wieder da. Ja, alles gut, Heisi, kein Stress, Real Life geht vor, alles gut. Wir werden auf jeden Fall hier eine Tür reinklöppeln und dann haben wir hier noch eine Terrasse. Ihr macht hier wahrscheinlich noch einen länger. Wenn das denn geht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wegen dem Stein da. Aber eigentlich sind wir höher als der Stein. Das müsste eigentlich drüber gehen, drüber ragen. Ich weiß nicht. Wir sind müde. Jetzt wird es eh dunkel gleich wieder. Alter, mit dem Nebel auch so. Geiler Spot. Da, dass die Bäume natürlich jetzt abgehackt sind. Bitte vielleicht auch eine Brücke bauen, aber dann kommt der Gegner ja über die Brücke, wa? Das weiß ich gar nicht. Können Kannibalen über eine Seilbrücke? So, dann könnte man nämlich da drüben einfach eine Brücke bauen. Das wäre doch auch cool. Schön. Schön, schön, schön. Ja, vor allem habe ich hier ja noch einen. So, ich muss aber... Achso, warte mal, der hält jetzt, wa?
Vögel hier auch am Start sind. Ich kann auch das Dings mal bei Zeiten bauen, das Vogelhaus. Das war echt ganz nice. Den muss ich jetzt quasi einmal in der Mitte teilen. Dann kann ich den wieder wegnehmen. Nice. Nice, nice, nice. Das ist meine Spitze. Ey, warte mal, ich habe doch gerade einen weggenommen. Ich habe doch den hier gerade weggenommen. Wo ist er hin? Weil der lag da schon drin, glaube ich, oder? Der weg? Manchmal buggen die halt auch unter die Map. Schon mal ein bisschen ärgerlich. Danke für den Hinweis, Zwiebeln wollte ich holen. Gerne, gerne. Gerne, gerne. So, ich mache einen kurzen Cut und wir bauen ein bisschen weiter und dann zeige ich euch nachher noch ein bisschen bauen und dann haben wir die Folge heute, eine Baufolge halt mal. Muss auch sein. Ich mag das Bauen in Sons of the Forest tatsächlich. Bis gleich. So, da kippt der Baum. Kleiner Test von meiner Seite. Mal gucken, wo die hingespült werden. Ob die irgendwo hängen bleiben. Okay, auf der anderen Seite. Rein theoretisch müssten die doch bei meiner Base hängen bleiben, oder? Bin ich mal gespannt, Leute. Wir schmeißen mal jetzt ein paar da rein. Das war nämlich sogar ein Tipp von den Devs. Die Devs haben gesagt, nutzt Wasser, um Baumstämme zu transportieren. Das finde ich ja echt ganz nice, ehrlich gesagt. Klar, die bouncen noch zu doll. Also, wobei, Holz, schmeißt mal so einen Holzstamm ins Wasser. Der bounced halt auch. Aber ich finde es geil, dass es funktioniert. Oha, ich glaube, ich habe seinen Lieblingsbaum gefällt. Oh fuck, da drüben. Und das sind die bösen Jungs. Oha, hier ist es gestrandet, Leute. Ah, hier ist halt, sind noch ein paar Stöcker, also ein paar Hindernisse im Wasser, also ein paar Felsen. Bleib hier hängen, verdammt! Hm, na gut, dann könnte ich die hier holen. Es sind kaum Bäume da drüben, aber noch ein paar. Könnt ihr die da runterschmeißen? So quasi. Und dann dürften die eigentlich dahin treiben. Ich hab eine Ente gekillt. Was ist denn los mit ihr? Das war eine Suizidente, Leute. Scheiße. Schwierig. Guck mal da, der Baumstamm, die gehen gut durch da. Die gehen gut durch. Ah, ist ein bisschen unvorteilhaft. Der, hier sind nämlich lauter Steine und so. Das ist ein bisschen blöd. Guck mal, der geht jetzt dahin. Der geht in die Richtung, also. Es würde funktionieren, wären hier nicht so viele Steine. Schade. Aber ich wollte das mal testen. Mein Pi mal Daumen funktioniert, ich bin trotzdem schneller. Und ich springe sogar an Land da drüben, guck mal. Ich springe sogar an Land. Aber da war der erste Prumpfschrei von den Viechern. Ja, die werden mich schon... Was macht er denn jetzt? Jetzt will er da hin, weil da Äste liegen von mir. Du brauchst die nicht nehmen, das sind meine. Kann ich das hier mal irgendwo platzieren, dass das irgendwie weg ist? Guck mal, jetzt will er die unbedingt holen, Vollidiot. Was ist denn los mit dir, Mensch? Wir haben übrigens auch ein Lager in der Nähe von Kannibalen, also... Guck mal, jetzt hängt er da fest, oder was? Ne. Wollte gerade sagen. Ich hab das einmal hoch.
Halt! Da haben noch einer danach geschwommen. So. Das war cool, dass wir immer Schildkröten haben. Das Bausystem ist halt aber schon wirklich nice. Das muss man schon sagen. Hey, doch nicht so lang. Naja, wird doch, Leute, es wird doch. Ich bräuchte jetzt nur einen, den ich nochmal teile. Guck mal, hol mir mal Steine. Jetzt guckt sie gerade, jetzt beobachtet sie. Rennt sie in die Falle rein. Hat sie wieder Schiss. Weiß nicht, ob sie das jetzt gecheckt hat mit dem Stein. Ach so, wenn er den nicht hinschmeißen kann, landet der automatisch im Lager. Ist eigentlich auch nicht so verkehrt, wa? Noch einmal Stützen bauen. Sehr gut, dann können wir den wegnehmen. Sorry, Schildi. Aber du stehst im Weg. So. Guck mal, das brauche ich ja dann gar nicht. Da brauchen wir noch einen. Und da würde ich noch einen machen. Einfach aus Prinzip. Für die Statistik. Für die Statik. Lul, wie der da reingeslidet ist. Diese Schildkröte lernt es aber auch nicht. Die haut nicht ab. Es tut mir leid. Hier noch einen rein. Ja, nice. Sieht doch gut aus. Stellen wir erstmal kurz dahin. Und jetzt können wir dann quasi das Dings machen. Die Wände. Aber ich werde mich, glaube ich, jetzt erstmal auf Palisaden konzentrieren. Überleg nur gerade, wo wir die langziehen. So, da hinten kommt Hütte hin. Ist klar. Wie weit ungefähr? Ich brauche noch ein bisschen Platz hier für so ein kleines Lager, würde ich sagen. So, wenn wir hier eine Hütte haben. Hier ist quasi auch so ein bisschen nass. Also hier ist Wasser. Können wir so eine kleine Brücke bauen oder so? Auch witzig. Aber ich würde das vielleicht so halbrund machen. Weiß halt nicht, wie weit die hier laufen können, ehrlich gesagt. Weiß nicht, inwieweit die da laufen können durchs Wasser. Aber ich würde dann quasi da Palisaden jetzt erstmal machen, damit ich meine Ruhe vor denen habe. Weil lange kann es nicht mehr dauern, wenn die hier schon rumschreien. Ich glaube, ich mache mir jetzt einfach mal so Absteckung. Ich glaube, ist hier so. Und dann weiter hier rüber. Ja, hier so ein Halbkreis ist doch ganz gut eigentlich. Dann habe ich hier noch ein bisschen Platz zum Bauen quasi. Das sieht gut aus, denke ich. Das sieht gut aus. Aber durchs Wasser kommen die, glaube ich, nicht. Und dann machen wir hier halt auf jeden Fall noch so eine kleine Brücke oder so hin. Würde ich schon cool finden, auf jeden Fall. Ja, mach auch mal eine Pause, mein Freund. Mach auch mal eine Pause. Jetzt wird es aber wieder sehr dunkel. Natürlich jetzt auch nicht so einfach, das dann gerade hinzukriegen. Boah, aber das wird schon, Leute, das wird schon.
Dann haben wir nämlich vom Rücken her Wasser, da können sie nicht kommen. Und von vorne ist dann die Palisade, da machen wir hier so Piekser hin und dann passt das. Es ist ziemlich lange ruhig. Es ist ziemlich lange ruhig. Ah. Aber dann machen wir jetzt erstmal kurz Schlafi Schlafi und sehen uns dann zur nächsten Folge Sons of the Forest. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Däumchen da und ich baue die Hütte noch fertig. Das mache ich nicht in der Aufnahme, weil ihr habt jetzt gesehen, wie das Bauen so ein bisschen funktioniert. Und wenn ich die Hütte fertig habe, dann zeige ich euch die einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen nicht vergessen und bis dahin, macht's gut. Tschüss.